Willkommen zurück, liebe Leute, zu Dying Light 2. So, in dieser Folge versuchen wir mal hier auf diesen VNC-Turm zu kommen. Das ist ja der höchste der Stadt und soll extrem gefährlich sein. Und... Ich habe ehrlich gesagt kein gutes Gefühl dabei. Aber... Ja, wir probieren es einfach mal aus. Ich habe ja Glück. Es klappt. Selber erstmal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Vorne, was gibt's hier? Okay. What the fuck? Alter. Ne, da möchte ich nicht unbedingt hin. Jetzt keinen so Bock drauf. Aiden, da stimmt was nicht. Ich habe den Kontakt zu den Jungs am Umspannwerk verloren. Was ist? Keine Ahnung, aber wir müssen den Strom wiederherstellen. Ein paar von unseren Jungs sind schon im Turm. Du bist am nächsten dran. Kümmerst du dich drum? Ja, klar. Bin schon unterwegs. Find's hier raus, was am Umspannwerk los ist. 130 Meter, das ist doch irgendwo da vorne. Gut, auf den Zug kommen wir so. Okay, Umspannwerk. Ja, ich hab doch gesagt, irgendwas geht sicher wieder schief. Es war so klar, dass wieder irgendwas ist. Was da vorne ist, dieser komische... Alter, das ist ein Riesengebäude. Schaut es euch an, Leute. Wie soll ich denn da hochkommen, bitte? Ohne, dass ich hier mal nicht sterbe. Oder sterben werde. Die Umspannwerk ist da vorne, wie es aussieht. Was wie irgendwelche... Ah, Peacekeeper, was sonst? Was denn auch sonst? Was haben wir denn noch für Waffen? Wir stecken hier irgendwo im Nirgendwo fest. Jetzt zeige ich dir, wie ernst ich's meine. Jetzt gehörst du mir. Irgendwas dabei? Ne, sieht nicht so aus. Bist du bereit für mich? Ich bin nicht beeindruckt. Nimm das.
Bist du bereit für mich, Arsch? Ich lass dich aus. Ich sollte mal die Waffe wechseln. Wie geht's denn hier hin? Nee. Wie keine Kraft. Was soll das heißen? Okay, ich würde sagen. Ah, du blöder Wichser. So. Scheiße, bist du langsam. Ich falle dir jetzt. Unser Trupp ist immer noch im Gebäude. Wir brauchen sofort Strom, verdammte Scheiße. Die Gegend wimmelt nur so von abtrünnigen Row. Aber mit denen komme ich klar. Lehren Sie die abtrünnigen. Ich hab doch schon jetzt alle getötet. Wir sind ja noch da. Sage mal, ey. Ich muss mich kurz verbinden. So, jetzt passt's. Sage mal, wie viele hier noch rumrennen. So, kannst du da hinten rennen nochmal welche rum? Einer nur noch, oder wie? Gut, mit dem werde ich, glaube ich, auch so fertig, oder? Wenn es nur noch einer ist. Warte mal. Wir haben doch hier noch Ablenkungsdinger. Lass mich das so nicht stehen. Ob der Wunsch dann abgehauen ist? Oh. Bro, die Abtrünnigen habe ich erledigt. Gut gemacht, Aiden. Jetzt schalte das Umspannwerk ein. Schnell. Tasche, ja, nichts drin. Wo? So. Ne, hier. Irgendwo hier ist es. Oh, die Funktionsgeneratoren. Verbinden Sie die... Ah, das kennen wir schon. Da müssen wir wieder das richtige Kabel miteinander verbinden. Also das... dem hier. Müsste ja das Tor hier aufgehen, oder? Doch nicht. Okay. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. So, wo geht's jetzt hier hin? Ach so. Irgendwas aufgehen. Eine Kraft. So. Und hier muss ich es ranmachen. Okay. Kann man nämlich hier aufmachen. Hier ist natürlich safe Gegner drin, oder? Oh je. Das haben wir doch schon mal gespielt, das Spiel. Oh. Wie weit reicht denn das Kabel? Reicht es bis dahin hin? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, 4 Meter. Naja, das reicht nicht. Dann machen wir es daran. Okay.
Na schön. Hier rumzurennen. Sehr wohl der Gegner, oder? Wo leuchtet es jetzt hier grün? Irgendwo, oder wie? Das ist jetzt ein Scherz, oder? Oh mein Gott! Was ist das? 0 von 2 verbinden sie Umspannwerk. Wow. Keine Ahnung, ob ich gerade richtig renne. Oder wo ich hier lang muss. Hier was Grünes, verdammt. Hä? Hier. Ist was Grünes, okay. Ist klar. Eine Kraft. Muss die wohl erstmal alle aktiviert kriegen, irgendwie. C. Oh, ich hasse sowas. Ja, ist okay. Ist ja gut. Ist doch einer. Da komme ich nicht rein, gell? Da war zu. Das ist super. Ist hier irgendwas Interessantes? Öffnen. Okay. Das wäre schon mal nicht schlecht. Mal planen, ob das was gebracht hat. Kann man auch öffnen gleich. Ne? Achso, von der anderen Seite verschlossen. Toll. Verschlossen. Okay. Hallo. Willst du da runter? Ah. Eieiei. Nee, hier ist aber auch wieder alles. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Nützt mir nix. Da muss ich die erstmal an. Das bringt ja nix. Der ist auch aus. Komme ich sonst nirgendwo weiter? Hier vielleicht. Ah, jetzt. Okay. Sehr gut. Kann ich ja jetzt öffnen. Sehr gut. So. Jetzt muss ich erstmal schauen. Hey, ich will nicht hetzen, aber beweg deinen blöden Arsch und schalt das Umspannwerk ein. Ja, chill doch. Bin dran. Gern geschehen. Jetzt Kopf. Fehlt noch was. Als hat sich's unten geöffnet wahrscheinlich, oder? Kann ich mir vorstellen. Warte. Das untere jetzt. Ne, das ist immer noch rot. Okay.
habe, 17 Meter. Komme ich nie im Leben. Komme ich nie im Leben hin mit dem Kabel. In der Länge. Ja. Ich hoffe, es ist. Was gibt's denn hier noch für welche, wo wir benutzen könnten? Oder hier sonst keins mehr? Ist hier noch was? Hier ist noch einer. Da komme ich auch nicht hin. Das kann also nicht der. Das war jetzt sehr schlau gemacht. Ah, leck mich doch am Arsch jetzt. Wo muss ich denn hin hier hoch? Ich blick langsam gar nichts mehr. So, das ist das einzigste Kabel, was ich nehmen könnte. Wo ich hierfür nehmen könnte. Ansonsten hätte ich keine Ahnung, was ich noch machen soll. So. Okay. Es leuchtet jetzt auch grün. Das Klärchen. Ah, vielleicht komme ich da jetzt rein. Kann natürlich auch gut sein, dass ich da jetzt in die Tür reinkomme. Da hinten. Wo war denn die Tür hier oben? Ne, hier ist nur B. Wo war da irgendwo eine Tür hier, oder? Da ist auch wieder keine Kraft. Warte mal. Ich müsste doch. Wenn ich das wegmache. Müsste doch theoretisch auf direkten Wege hier hochkommen. Brennstoffbehälter in der Nähe. Genau. Geht die Tür nämlich auf? Dann haben wir nämlich hier nochmal ein Kabel, wo man die 1 ran machen könnte. Dann müsste es ja eigentlich funktionieren. Ich weiß doch den Code nicht auswendig. Code eingeben. Wo soll ich denn den Code wissen? Ah. Da ist doch Safe-Kombination. Hallo? Okay, Inventarkarte, Sammlerstücke. Kölner Engel. Safe-Kombination. Was? Soll denn das sein? Approximate Value of P. Ungefähre Größe von Pi. Ungefähre Größe von Pi? Das ist nicht 3,14. Manchmal ist es echt ein bisschen doof. So, wo wollte ich jetzt hin? Stimmt, hier runter wollte ich. Müsste es ja theoretisch jetzt gehen. Oder immer noch nicht. Sage mal. Was fehlt denn jetzt noch? Da muss ich da ganz runter mit dem.
viel zu. Das könnte so reichen. Okay. Dann haben wir das schon mal geschafft. Ja, super. Das ist ja super. Genau. Dann müssen wir halt hier durch. Schauen, ob das klappt. Ich hoffe es. Die Frage ist nur, was haben wir jetzt noch für einen, für eine Möglichkeit? Hier lang. Dann hier lang. Ich hätte schon wieder gelandet. Hier sind wir jetzt. Hier ist auch nichts mehr, oder? Problem ist nur, hier ist halt gar kein. Das dann auch irgendwie freigeschaltet kriegen. Ja. Das ist jetzt halt die Frage, ne? Ob wir es mit A verbinden müssen. Jetzt hat es geklappt, sehr gut. Okay, aktivieren Sie das Umspannwerk. Fahrstuhl ist doch schon mal was. Okay, sehr gut. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir haben es zum Glück doch hingekriegt. Jetzt schmeiß vor lauter Freude erstmal alles um. Ah, nee. Okay. So, hier sind wir jetzt. Einschalten. Irgendwas kommt da jetzt. Die Stromstärke steigt. Meine Füllungen vibrieren. Danke für die Hilfe, du PK und. Jetzt sei brav und verzieh dich. Nein, Zeit, dass du dich verziehst. Sonst. Ist das eine Drohung? Ich zittere bis in meine Stahlkappenstiefel. Kumpels, ob er wohl wie ein gefülltes Spanferkel quietscht wie seine Kumpane? Schauen wir doch mal. Voll. Jetzt bist du. Pisst euch bloß hier, ihr Hefst. Beweg dich! Jetzt zeige ich dir, dass ich es ernst. Gibt's noch irgendwas anderes? Bin ich entkommen? Genug gespielt! Warum? Fick dich! Und er ist ein bisschen stärker, würde ich mal behaupten. Und zum
So nerven. So, jetzt haben wir es doch. Endlich mal aktivieren, hoffe ich doch. Was? Überleben denn eine Peacekeeper? Auto füllen. Peacekeeper mag ich eigentlich nicht. Komm, wir machen Überlebende. So. Hey Ro, Strom ist wieder da. Woran hast du das denn gemerkt? Weil das Bro? Klar aus Plastik. Hörst du mich? Ob wir dich hören? Hier leuchtet alles wie ein beschissener Weihnachtsbaum. Geht's allen gut? Ja, die Jungs gehen jetzt tiefer rein ins Gebäude. Das Gebiet ist bald gesichert. Schwing deinen Arsch hier. Zeit für eine Kletterpartie. Okay. Gut, dass wir Parkour jetzt haben. Rutschen. Tick-Tack. Das ist auch nicht schlecht. Das kann man vielleicht gebrauchen, wenn wir schon probieren, irgendwie hochzukommen. Pass auf dich auf, hörst du? Oh Mann, wie soll ich denn jetzt da hochkommen? So Leute, es wird spannend. Es wird spannend. Ich frage mich hier immer noch, wie ich da hochkommen soll. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber hier muss man irgendwie reinkommen. Das ist so schwer. Nee, hier ist immer. Ro wartet schon auf dich, Pilger. Na dann. Oh, schön. Ist er doch der Vogel. So ein bisschen Strom macht doch ein schönes Leuchten hier. Aber die scheiß Aufzüge stecken immer noch fest. Die kriegen keinen Strom, wie es scheint. Das Gebäude ist doch seit Jahren ohne Strom, oder? Wir müssen die Relais prüfen. Na, wenn du nicht ein verficktes Genie bist. Die Jungs sind schon in der Dark Zone und arbeiten dran. Sie suchen den Verteilerraum im kleineren Turm neben diesem hier. Wenn meine Männer die Aufzüge zum Laufen kriegen, fahren wir einfach hoch und... Leck mich am Arsch. Toll. Hier ist Ro. Der Strom ist wieder weg. Die Zentrale sagt, das Umspannwerk läuft 1A. Es muss hier sein. Leon, wir haben hier in der Haupthalle einen Ausfall. Ihr auch? Jawohl. Wir sitzen wieder im Dunkeln. Verdammte Scheiße. Raus da, sofort. Verstanden? Leon! Wir suchen noch... Lass es sein und raus da. Jetzt! Leon! Leon! Scheiße. Super. Ich muss dahin. Ich komm mit. Sie haben sich aufgeteilt zwischen Korridor A und B. Ich nehme A. Du gehst durch die Aufnahmestudios. Schon unterwegs. Gut. Wenn du vor mir da bist, hol sie da raus, bevor es zu dunkel wird. Und pass auf dich auf. Als Leiche nützt du uns nichts. Leon, warte. Wir kommen Schön. Dich holen. Jetzt wird's lustig, Leute. Wir wissen genau, was in der Dark Zone so für Gegner sind. Mit denen legt man sich nicht unbedingt an. So. Hier lang, Aiden. Korridor B. Viel Glück. Das werde ich wohl brauchen, oder? Nimm das. Du brauchst es eher als ich, Bruder. Was ist das? Toll.
Alter, wo soll ich denn da hinkommen? Hallo? Geht meine Taschenlampe nicht? Ich sehe ja hier nichts. Oh mein Gott. Es kann auch lustig werden. Auf jeden Fall mit. Nehmen wir erstmal die hier. Hemmstoffbehälter erkannt. Stimmt. Da haben wir ja auch noch was. Immunität. Könnten wir mal. Ah ne, wir haben gar nichts. Hä, ich hab doch einen Impfstoffbehälter gefunden. Bin ich jetzt doof. Oh mein Gott. Das ist ja schon mal durchgespielt, irgendeiner. Kann der hier die ganze Zeit lang dahin müssen. Alter, willst du mal verpissen? Das wäre sehr nett. Scheiß doch die Wand an. Sind es die Viecher? Ich glaube ja, gell? Diese Nightrunner. Oder nicht Nightrunner, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Fuck, ey. Der reagiert auf Licht, oder? Ich weiß es nicht. Sollen wir denn die besiegen, ey? Ja, toll. Warte mal. Sie natürlich probieren abzulenken. Klappt, weiß ich nicht. Mann, ey. Das hat ja super geklappt. Alter, wie sollst du denn das schaffen, ey? Kann mir das einer sagen? Wie soll ich das bitte schaffen? Ha. Lustig. Totlach.
soll ich das schaffen, bitte? Ich bin nicht Hulk. Leider. Leider bin ich nicht Hulk. Hemmstoffbehälter. Leck mich am Arsch. Das ist schwer hier. So. Schön. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Welche Stufe bin ich denn aktuell überhaupt? Habe ich das überhaupt die Möglichkeit, das zu schaffen? Steht da irgendwo, welche Stufe ich bin? Fertigkeiten. Tät. Stufe 4. Ich bin ja schon Stufe 4. Okay. Müsste das ja eigentlich funktionieren, oder nicht? Dann da auch einer rum. Bitte mich doch mal in die Masche. Kannst du doch vergessen. Die Viecher hast du null Chance. Da kannst du ja Level 100 sein, hast keine Chance. Alter, ist das heftig. Wie gesagt, ich weiß es nicht, wie man da am besten vorgeht. So wie ich vor uns gefahren bin, war eigentlich gar nicht so verkehrt. Hinten ist zumindest einer. Das war jetzt sehr schlau gemacht. Kann man nicht mal ablenken? Die lassen sich nicht mal von diesen scheiß Dingern ablenken. Das gibt's doch gar nicht, ey. Alter. Wie heftig ist denn das bitte? Das ist das Vieh.
Und da komme ich ja nie im Leben vorbei. Keine Ahnung, wie ich an dem Vieh vorbeikommen soll. Ich habe keinen Plan. Das ist die Frage, ich müsste halt schnell sein wahrscheinlich. Hemmstoffbehälter erkannt. Ist da halt relativ... Ich sehe hier gar nichts ohne Licht. Halt warten, bis es sich wieder umdreht. Mein Gott. Ich kann ja nicht ohne Licht arbeiten. Kann's vergessen. Das ist schwer, Mann. Das ist ja Horror pur, ey. Der Plan hat, dass da unten noch Gegner sind, ich weiß es nicht. Bro, ich bin in der Lobby. Okay, warte nicht, die Uhrensöhne haben mich eingekesselt. Ungefähr 20. Ich muss zurück in die Haupthalle. Kämpf dich durch den Warteraum in den Keller durch. Da unten ist der Verteilerraum.
Da soll ich rein. Ach so, na dann. Wenn das so ist, kann ich ja mal was probieren, ob das jetzt funktioniert. Es ist so geil. Nicht mehr die, wo jetzt die ganze Zeit so komisch. Toll, hier ist ja nix. Haben sie auch nicht so viel Gescheites dabei. Aber egal. Bist du Leon? Scheiße. So steht's auf meiner Hundemarke. Wo ist der Rest des Trupps? Die haben uns erwischt. Verdammte Schattenjäger. Meine Geschichte endet wohl hier, Bruder. Sag das nicht. Gibt's noch mehr Überlebende? Na, das nenne ich einen blinden Optimisten. Chris. Er hat sich durchgeschlagen und ist da lang gegangen. Der Ausfall. Ich glaube, das war er. Mach den Strom wieder an. Nur so kriegen wir die Aufzüge wieder zum Laufen. Die Terminals sind im Keller, der beide Türme verbindet. Bitte, nimm diesen Brief und gib ihn meiner Frau. Sie ist auf dem Schiff. Entspann dich, Leon. Du kannst ihn ihr selbst geben. Halt durch. Ich suche Chris. Bro, ich weiß, was mit dem Strom passiert ist. Ich kümmere mich darum. Ich verbinde die Terminals und bringe den Strom wieder zum Laufen. Hast du irgendeinen meiner Jungs gefunden? Nur Leon und vielleicht Chris.
Der Rest hat's nicht geschafft, Ro. Tut mir leid. Gut. Aber sei einfach vorsichtig, Aiden. Wir dürfen nicht noch mehr Leute verlieren. Ach was? Hier muss ich dann hin später, okay. Alles klar. Da muss ich aber erstmal hochfeuern. Wie es aussieht. Hier scheinen keine Gegner zu sein, oder? Erstmal. Chris? Kit, sehr gut. Dann nehmen wir doch alles mit. Okay. Bro, ich bin hier, aber der Strom lässt sich nicht einschalten. Scheiße. Du musst die Sicherung prüfen. Ah ja, genau. Übertreib, Alter. Waffen oder irgendwas? Inventar. Ich will mal auswählen. Hier haben wir noch. Kommt weg. Haben wir ja eigentlich. Der ist so schwer. Alter Falter. Chris? Oh Gott. Alter. Schlimm, hä? Bro, ich bin hier, aber der Strom lässt sich nicht einschalten. Scheiße. Du musst die Sicherung prüfen. Hm.
Klar. Hat die stärksten Gegner einfach durch die Hände, Alter, ohne Witz. Zur eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer halten Sie bitte einen Sicherheitsabstand von 2 Metern zu allen anderen Personen im Gebäude ein. Jetzt hab ich keine Dings mehr. Mann, nee. Das gibt's da nicht. Ja, das kann ich doch klicken. Hat's ja neu. Das Virus kann durch die Luft über Oberflächen und hallo. Ich glaube, ich habe die Stromversorgung wiederhergestellt. Hol das Kabel aus dem Verteilerraum und dann raus da. Wehe, das funktioniert nicht. Alter. So. Ist das so? Soll ich denn da hinkommen? So, ich glaube, wir haben es geschafft. Hoffe ich doch. Come on.
ist das nervig. Zuerst mal so ein Teil wieder nehmen. Hat die nicht irgendwo? Bevor ich irgendwas mache, ich muss erstmal das Tor öffnen. Sonst bringt es mit dem Kabel gar nichts. Das Tor war ja hier. Oder? Nein, ja. Schon das scheiß Tor jetzt hier. So. Das ist nämlich der direkte Durchgang, da kommt man nämlich perfekt hin. Einfach nur geradeaus. Schaffen. Hoffe ich. So. Gut. Gut. Die Aufzüge funktionieren. Perfekt. Ich hab's geschafft. Schon mal eine Medaille erhalten, Pilger? Noch nie. Ich schnitz dir eine. Aus einer Kartoffel. Wir richten ein provisorisches Lager ein. Wir sehen uns im 8. Stock. Ja, es passiert doch safe wieder irgendwas. Okay, dann würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.